denn die nächste Gruppe ist symbolhaft für den Karneval der Kulturen. Denn diese Gruppe und vor allem auch ihre Anführerin, Sonia Di Olivia, dieses Foto von denen geht jedes Jahr rum, durch die Presse, auch dieses Jahr wieder, durch alle Artikel, Social Media. Das ist sozusagen das Gesicht des Karnevals der Kulturen, auch schon ewig. Ich glaube, Sonia ist auch schon seit 20 Jahren dabei, Paula? Seit 1998 sind die dabei mit der Gruppe und das Amazonia ist Berlins erste Samba-Schule tatsächlich. Und dieses Jahr haben sie das Motto Wasser und Luft, also haben wir auch wieder dieses Umweltthema tatsächlich. Und sie arbeiten diesmal zusammen mit der Gruppe Flor de Fuego El Salvador. Also hier haben wir wieder eine Gruppenzusammenarbeit und ihr werdet es gleich sehen. Ich sehe es so von Weitem schon, Sonja hat, glaube ich, wieder eines der schönsten, aufwendigsten Kostüme. Man sieht hier schon unten rechts im Bild, sieht man schon ihren Federschmuck auf den Kopf auf jeden Fall. Genau. Und vorne steht auch der Name extra drauf, weil sie meinte, sie fand es schade, dass all die Jahre ihr Foto ist über Noah abgebildet und keiner weiß, welche Gruppe es ist, keiner weiß, wer sie ist und deswegen hat sie jetzt immer ihren Namen mit in die Kostüme sozusagen mit integriert. Genau, und da sehen wir es auch vom Nahen, also mit vielen Steinen bestickt, vor allen Dingen die langen Federn tatsächlich, auch auf den Schultern, auf dem Kopfschmuck, diese Kopfschmücke. Letztes Jahr war ich in der Werkstatt der Kulturen in Marzahn, da wo ja große Ateliers sind. Und du musst dir das vorstellen, das ist so eine Fabriketage und alles voller Kostüme mit Federn und Glitzerpailletten und Steinchen und Strass, ein Paradies. Man möchte so reinspringen, wie so Dagobert in seinen Geldspeicher. Nur in diesen Federspeicher. Und ich glaube, also auch diese Gruppe arbeitet das ganze Jahr an seinen Kostümen natürlich. Bis zur Perfektion werden die alle zusammen abgestimmt, auch farblich. Und deswegen ist es natürlich auch mit die farbenfrohste Gruppe. Genau. Und vielleicht um so einen Vergleich zu haben, später werden wir noch eine Gruppe sehen, Carnival Explosion. Die haben auch so circa 10 Monate Arbeit in ihre Kostüme gesteckt und haben zum Beispiel 25.000 Steine verarbeitet. Ich glaube, da kommt Amazonia, naja, zumindest dran. Die kommen auf jeden Fall dran. Zumindest was die Federn betrifft. Ein großes Highlight steht da jetzt bevor und auch dieser Wagen zieht immer viele Leute noch mit sich. Ne? Also da springen auch Leute einfach von der Strecke hinter den Wagen, weil naja, die Karnevalsmusik ist natürlich auch sehr mitreißend tatsächlich. Oh yeah.
Auch wieder schön sieht, ist, dass diese Gruppe auch bunt gemischt ist. Also wir haben alte, also ältere Leute dabei, wir haben Junge, wir haben Kinder mit dabei, also verschiedenste Altersgruppen. Paula, der Herr, der jetzt gerade in der Mitte zusammen zu sehen ist, der hat da die ähnliche Farbkombination an wie du heute. Ja, ich bin heute auch so in lila-pink. Vielleicht soll ich euch nachher mal zusammenbringen vielleicht? Mal gucken, also dieser Kopfschmuck, der imponiert mir schon sehr tatsächlich. Sowieso alle Kopfschmücke aus dieser Gruppe. Und jetzt schalten wir wieder auf die Strecke, nämlich zu Magnus und Esra. Die haben sich Sonja geschnappt. Wie sollte es auch anders sein? Und man sieht es schon auf dem Monitor. Sie kommen schon an und können eigentlich direkt ins Interview reinspringen. Sonja, was für ein Auftritt erstmal. Sag mal, du bist jetzt schon so lange dabei beim Karneval der Kulturen. Was war das für ein Gefühl, heute für dich mal aus der anderen Richtung zu laufen? Also es war am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Aber wir haben so ein super Publikum und sie haben mitgetanzt von Anfang bis jetzt und sie wollten mit reinkommen. Super. Einfach Hammer, Hammer, Hammer. Erzähl uns doch noch mal ein, zwei Sätze kurz. Was habt ihr euch überlegt dieses Jahr? Was war euer Motto? Unser Motto ist Wasser. Also Wasser. Wir tanzen für sauberes Wasser für die ganze Welt. Wir haben extra einen Titel komponiert für das Wassergeschichte. Leider haben wir noch nicht gespielt, weil wir schon vorbei sind. Ah. Aber es gibt einen Titel extra für Berlin als Wasser. Wasser, 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 sauberes Wasser für die Welt. Das ist also Augen auf und Ohren auf für Sonja. Vielen Dank, dass du kurz reingeschaut hast. Viel Spaß. Viel Spaß. Ob sie ihre Klamotten auch verleiht? Hätte ich mal fragen sollen, oder? Nochmal wie? Ich hätte mir fest mal fragen sollen, ob sie ihre Klamotten auch verleiht. Mmh, hätte sie getan, dann könnte ich das andere tragen, ne? Jetzt geht es tatsächlich hin. Viel Spaß.